Hey Jungs, was kann ich für euch tun? Wir hätten gern ein paar Wunderkerzen. Und haben Sie noch diese Feuerräder? Na klar doch. Ich hätte auch noch ein paar Knallfrösche. Okay, zuerst nehmen wir 18 Flaschengeister, 2 Dutzend Granatäpfel mit Gelatine-Dynamit und eine Kiste Teufelsdrachen. Die 99er sind alle, die 44er gibt's zum halben Preis. 44er nützen gar nichts. Wir nehmen 6er-Pack rote Hunde mit Zeitverzögerungslunte. Pulver oder Aluminiumphosphat? Das soll kein Kindergeburtstag werden. Es wird was ganz Spezielles. Wir planen großes Ding für einen Freund. Hätten Sie was da, was der Sache den letzten Kick geben könnte? Kommt ganz drauf an, wie viel ihr ausgeben wollt. Wissen Sie, das können Sie schön meinem Vater überlassen. Meine Herren? Ich stelle euch jetzt den Komodo 3000 vor. Oh ja, damit kriegen wir ihn zurück. Ich weiß zwar nicht, was ihr hier abziehen wollt, aber ihr solltet wissen, dass ich euch weit voraus bin. Was ist denn das hier? Sieht aus wie eine Lunte. Also gut, was soll die ganze Aktion hier? Wir wollen dich nur ins Leben zurückholen. Wir wollen unseren Bruder wiederhaben, so wie er früher war. Wir wissen, wie sehr du auf Feuer stehst. Explosionen. Netter Versuch. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ach, wirklich? Wo führt die eigentlich hin? Tja, entweder findest du es raus, indem du über den Zaun kletterst und immer der Lunte folgst. Oder du findest es auf Francis' Art raus. Wir sind sicher, du triffst die richtige Entscheidung. Jungs, ich hab's euch doch gesagt, die Dinge haben sich geändert. Ich bin verheiratet, ich trage Verantwortung. Ich bin nicht mehr der 16-jährige Wahnsinnige, der überall... Oh, interessant. Kommt dir hier irgendwas bekannt vor, Otto? Wir müssen immer in Richtung der Bergen gehen, denn hinter uns lauert der sichere Tod. Oh, ein Quatsch! In dieser Richtung lauert der sichere Tod. Ich frag mich nur, was das wohl ist. Ich werde dir sagen, was das ist. Das ist Francis, der uns zeigt, wie wir nach Hause kommen. Ich hatte ja gesagt, dass er uns hier rausholt. Ja, aber natürlich! Das toppt auf jeden Fall den Schulball 98. Ach, ich weiß nicht. Das Schiff hat eine Woche vor sich hingekokelt. Woher wissen wir, welcher der Komodo 3000 ist? Hoffen wir, dass er das gerade war. Stand da vielleicht drauf, wann wir wieder was sehen können? Auf der Packung stand in 2 Tagen. Dafür hat sich's echt gelohnt. Thank you.